Okay, hi. Mein Name ist Gonzalo, ich bin von der Seebrücke Berlin. Schön und geil, dass ihr alle da seid. Leider habe ich schlechte Nachrichten. Heute ist erneut ein Rettungsschiff einer zivilen Seenotrettungsorganisation festgesetzt worden. Diesmal betrifft es Proactiva Open Arms aus Barcelona. Proactiva Open Arms sind diejenigen, die vor ein paar Tagen noch 87 Menschen nach Spanien, die sie gerettet haben, gebracht haben. Sie sind heute ausgelaufen, nachdem es eine übliche Inspektion gab und man sie auch auslaufen ließ, nachdem sie die Bucht in Algeciras in der südspanischen Provinz Cádiz verlassen haben, haben die spanischen Behörden sie zurückgerufen und jetzt legen sie ohne weitere Informationen, genauso wie die drei weiteren Seenotrettungs-NGO in Malta und Human Rettet in Italien, fest: Wir haben die Schnauze verdammt nochmal voll! Solange es Europa nicht hinbekommt, sichere Fluchtrouten einzurichten, Menschen draußen ertränken und andere davor bewahrt werden oder gehindert, Hilfeleistungen zu leisten, ist es nicht hinnehmbar, müssen wir alle aufstehen und verdammt nochmal laut sein und gegen dieses Unrecht und diese Ungerechtigkeit ankämpfen. Danke.